Herzlich willkommen zum Podcast der Bertelsmann Stiftung. Das Thema heute: der Jakob-Mut-Preis 2009. Ende August 2009 hat die Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Deutschen UNESCO-Kommission und der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Karin Evers-Meyer, zum ersten Mal den Jakob-Mut-Preis verliehen. Vergeben wird der Preis an sogenannte inklusive Schulen. Das sind Schulen, die das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern ermöglichen. Bisher erhalten nur 15% der behinderten Kinder in Deutschland die Möglichkeit, gemeinsam mit nicht behinderten Kindern die Schule zu besuchen. Damit ist Deutschland im europäischen Vergleich beinahe Schlusslicht. Vorreiter sind beispielsweise Spanien und Italien oder die skandinavischen Staaten. Gleiche Chancen für alle. Bisher bei uns leider nur Theorie. Im März 2009 hat sich Deutschland deshalb mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung verpflichtet, stärker die Chancen von Behinderten zu wahren. Das gilt besonders auch für Kinder. 8 Millionen Behinderte leben in Deutschland und noch immer wird ein Großteil in Förderschulen unterrichtet. Auch wenn sich die Kinder und Eltern den Besuch einer Regelschule wünschen. Karin Evers-Meyer, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, fordert daher ein Umdenken bei den Verantwortlichen. Die inklusive Schulen, es geht nicht darum, ob die eine Chance haben, sondern wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Und die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass Schulen Orte der Vielfalt ist, dass man nicht aussondern darf, was also nicht unserer gedachten Norm entspricht. Kinder sollen so, wie sie sind, dort, wo sie wohnen und leben, willkommen sein. Das heißt also, eine Schule für alle. Und wir müssen jetzt den Umdenkungsprozess oder den Paradigmenwechsel vollziehen, weg von der Fürsorge, also das heißt, dass Nichtbehinderte meinen, zu wissen, was am besten ist für behinderte Kinder, sondern es geht hier um Selbstbestimmung. Behinderte Menschen wollen mitten in der Gesellschaft leben und nicht irgendwo am Rand. Dass dies möglich ist, beweisen die drei Preisträger des Jakob-Mut-Preises für inklusive Schulen. Die Erika-Mann-Grundschule in Berlin, die Sophie-Scholl-Schule in Gießen und die Integrierte Gesamtschule Hannover-Linden. Alle drei Schulen erhalten ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Beworben hatten sich 144 Schulen aus allen Bundesländern. Eine solch große Resonanz ist natürlich ein erfreuliches Zeichen, denn der Jakob-Mut-Preis soll Mut machen und positive Beispiele zeigen, wie Karin Evers-Meyer betont. Der Jakob-Mut-Preis ist ja sozusagen ein Steinchen. Wir wollen nicht mit erhobenen Zeigefinger sagen, das, was ihr macht, ist schlecht, sondern wir loben die Schulen ganz doll, wo es schon hervorragend geht, die zeigen, wie es in Zukunft gehen kann. Das ist der Weg und natürlich müssen die Länder die UN-Konvention umsetzen. Und wenn ich sage Länder, dann heißt es natürlich auch, dass Kommunen mit im Boot sein müssen, denn die schaffen ja die sächlichen Voraussetzungen für einen inklusiven Schulbesuch. Der 1997 verstorbene Jakob Mut war Professor in Bochum und setzte sich besonders für eine gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder ein. Er wollte den Gedanken des inklusiven Unterrichts in Deutschland vorantreiben. An der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding gibt es den gemeinsamen Unterricht schon. Die 600 Schüler, von denen 8% einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, werden anhand regelmäßiger Stärken-Schwächen-Analysen und individueller Lehrpläne optimal gefördert. Entschuldigen Sie, könnte ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich bin gekommen, um Geschichten zu erzählen. Geschichten? Vor allem die verbindende Sprache des Theaterspiels soll ein funktionierendes Miteinander zwischen den höchst unterschiedlich begabten Kindern ermöglichen, die aus verschiedenen Nationen und sozialen Schichten stammen. Der Theaterunterricht fördert aber nicht nur die Integration, sondern auch die sprachliche Kompetenz. Zudem ernten die Schüler bei ihrem jährlichen Theaterfestival in der Berliner Schaubude jede Menge Anerkennung. Die Schüler entwickeln ihre Theaterstücke gemeinsam mit ihren Lehrern. Hierzu erläutert die Pädagogin Ramona Schulz: Wenn wir ein Theaterstück entwickeln, dann ist es für mich selbstverständlich, dass jedes Kind mitspielen darf. Und wenn es nur einen Satz sagt oder 3 oder 4 Bewegungen in einer Szene macht, so viel wie das Kind kann, soll das Kind sozusagen dann auch zeigen. Engagement und Einsatz machen sich bezahlt, wie die Ergebnisse der Berliner Grundschule zeigen. Ein Viertel der förderbedürftigen Schüler der Klasse 6c haben die Empfehlung für eine Realschule oder ein Gymnasium erhalten. Die Erika-Mann-Grundschule gilt als beispielhaftes Pilotprojekt. Eins,
plus 1 sind zusammen? 2. Sehr gut. 2. Ebenso vorbildlich agiert die von Eltern gegründete Sophie-Scholl-Schule in Gießen. Sie bietet ein umfangreiches Tagesschulangebot mit verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten, Lehrentwicklungsberichten statt Noten, ein barrierefreies Schulgebäude, Schulbetreuer für Kinder mit besonderem Förderbedarf und eine Forscherwerkstatt. Vom gemeinsamen Lernen sollen alle Kinder profitieren. Lehrerin Katja Wessel erklärt die oberste Maxime der inklusiven Schule in Gießen. Die behinderten Kinder sind genauso selbstverständlicher Bestandteil der Klasse wie halt die nicht behinderten Kinder. Also die nicht behinderten Kinder erleben hier Behinderung als etwas Normales. Die dritte preisgekrönte Schule ist die integrierte Gesamtschule Hannover-Linden. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf Eigeninitiative und Wahlpflichtkursen sowie individuellen Förderplänen. Unterstützung musikalischer Fähigkeiten soll vor allem lernschwachen Kindern Integration ermöglichen. Der schuleigene Zirkus fördert und stützt sich auf die Verschiedenheit der Kinder, betont der Leiter des Zirkusprojektes, Wolfgang Prüsken. Wir integrieren nicht, sondern wir leben davon. Also wir leben von der Verschiedenheit. Also das ist das, was wahrscheinlich auch der Reiz, der das hier ausmacht. Dass jedes Kind merkt, dass mit seiner Stärke hier wirklich gebraucht wird und nicht nur so aus pädagogischen Zwecken. Die UNESCO-Konferenz der Bildungsminister hatte im Jahr 2008 beschlossen, dass Bildungssysteme inklusiv gestaltet werden müssen. Die Trennung von Institutionen für Behinderte und Nichtbehinderte muss dafür überwunden werden, sagt Walter Hirche, Präsident der deutschen UNESCO-Kommission. Man sieht eben, es gibt so soziologische Gesetze, dass die Institutionen, wenn man nicht aufpasst, mächtiger werden als die Menschen, die drin sind. Und der Gedanke der inklusiven Erziehung versucht, das wieder den Menschen wieder in den Vordergrund zu bringen und den Institutionelle etwas zurückzudrängen. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan, denn im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Lehrer, die gesamte Gesellschaft an diese getrennten Institutionen gewöhnt. Und dieses offener zu machen, flexibler zu machen, kindgerechter zu machen, bedeutet, die gesamte Pädagogik zu verändern, die gesamten Institutionen zu verändern. Und deswegen wird das nur schrittweise gehen, aber es muss schrittweise gehen. Mehr inklusive Schulen, das ist eine Herausforderung für alle Städte und Regionen in Deutschland. Hier ist Engagement gefragt. Genau dies würdigt der Jakob-Muth-Preis und damit auch all jene Schulleitungen, Elternvereine und sonstige Initiativen, die sich im Dienste der Inklusion und Integration besonders hervortun, wie die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung Liz Mohn unterstreicht. Die Herausforderung ist eine andere, wenn Sie in einer gleichberechtigten Schule sind. Außerdem ist es mehr Lebensqualität für diese Kinder. Berlin, Hannover und Gießen. Und in Gießen ist das Besondere, dass die Eltern das so getragen haben und dass es ein voller Erfolg in dieser Schule geworden ist. Inklusive Schulen helfen nicht nur Schülern mit Förderbedarf. Wie internationale Studien belegen, sind Maßnahmen der Inklusion für alle Kinder positiv. Kinder ohne speziellen Förderbedarf sind in Integrationsklassen mindestens genauso gut wie in Regelschulklassen. Indem sie ihre behinderten oder sprachschwachen Mitschüler unterstützen, lernen sie den Nutzen eines solidarischen Zusammenlebens für das eigene Selbstwertgefühl kennen. Der entscheidende Vorteil für Schüler mit Förderungsbedarf: sie entwickeln ein besseres Bild von der eigenen Leistungsfähigkeit. Das bestätigt auch Karin Babbe, Schulleiterin der Erika-Mann-Grundschule. Inklusives Lernen bedeutet ja, jedes Kind dort abzuholen, wo es steht. Keinem Kind ein Angebot zu machen, das sozusagen das Kind nicht erreicht. Das heißt, unterschiedliche Abstraktionsniveaus in den Aufgaben. Wir sagen Binnendifferenzierung dazu. Und diese Binnendifferenzierung bedeutet, dass das Kind sich in seinem Können zeigen kann, dass es sich in seinem Können entfaltet. Unsere Gesellschaft braucht Initiativen wie den Jakob-Muth-Preis, die Integration und Verschiedenheit fördern. Die drei ausgezeichneten Schulen sind ein Beweis dafür, dass diese Vorhaben funktionieren und Sinn machen. Inklusive Schulen sind der erste Schritt in die richtige Richtung und gleichsam der erste Schritt hin zu einem respektvollen Miteinander. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Der Bertelsmann-Podcast wird Sie auch in Zukunft über Reformthemen und Reformprojekte in Deutschland informieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. Aktuelle Informationen zur Bertelsmann-Stiftung, zu gesellschaftlichen Themen und zu den Publikationen finden Sie im Internet unter www.bertelsmann-stiftung.de.